Heute möchte ich euch ein ganz spannendes Thema vorstellen. Nämlich das Thema, wie führe ich einen Tennis-Workshop durch? Ein Tennis-Workshop ist wie ein kleines Tenniscamp. Das haben wir neulich hier bei unserem heimischen Verein veranstaltet. Gerade zu Corona-Bedingungen kontaktlos. Und das möchte ich euch vorstellen und das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und heute geht es um die Durchführung eines Tennis-Workshops, eines kleinen Tenniscamps. Wenn du dieses Video auf Facebook oder Instagram siehst, dann empfehle ich dir, meinem YouTube-Kanal zu folgen. Das ist der Vorteil. Ihr seht bei YouTube die Videos zuallererst, bei Facebook und Instagram erst nach ein paar Wochen. Daher folgt mir auf YouTube und danke für eure Unterstützung. Die Durchführung eines Tenniscamps ist immer relativ aufwendig. Wir haben uns gedacht, hier bei unserem heimischen Verein, dass es doch nicht schlecht wäre, wenn wir den Kindern und Jugendlichen irgendetwas in dieser schwierigen Corona-Zeit anbieten können. Und wir müssen immer natürlich auch sehen, dass wir die Kinder bei der Stange halten und die Corona-Zeit, diejenigen, die jetzt vielleicht nicht aus Hessen oder Niedersachsen kamen, wo die Hallen quasi in den ganzen Wintermonaten geschlossen waren, die können ein Lied davon singen. Wie habt ihr es geschafft, eure Kinder, eure Jugendlichen, eure Trainingsteilnehmer bei der Stange zu halten? Dass sie sich nicht in der Zeit von Corona etwas anderes suchen. Und das war natürlich dann auch die Initialzündung zu sagen, hier im Verein, wir waren jetzt in Hessen und durften natürlich auch noch in die Halle gehen, war die Initialzündung zu sagen, okay, wir müssen etwas anbieten. Und dann hatte ich die Idee zu diesem Tennis-Workshop. Der Tennis-Workshop, kontaktloser Tennis-Workshop, den habe ich einfach mal mir mal ausgedacht und den möchte ich euch heute mal zeigen, wie ich das Ganze aufgebaut habe, denn nicht nur zur Corona-Zeit dürfte dieses Prinzip für euch als Trainer interessant sein, weil die Durchführung einer solchen Methode hat einige Vorteile und es bedarf nicht ganz so viel Planung und Aufwand. Ich teile das Video jetzt ein bisschen auf in vor dem Workshop und nach dem Workshop. Kommen wir also, was ist wichtig, um diesen Workshop durchzuführen? Was ist wichtig als allererstes? Bevor ich mit dem Video jetzt weitermache, ein kurzer Hinweis. Dieses Video enthält auch Aufnahmen aus dem vorigen Jahr, also aus dem vorigen Winter. Und dort war Corona noch nicht ganz aktiv. Und einige Ausschnitte habe ich davon verwendet, weil wir ja natürlich auch in diesem Jahr, in diesem Winter, nicht mit mehreren Leuten auf einem Platz uns befinden könnten. Daher der Hinweis, einige Videos sind noch aus dem vorigen Winter, bevor ihr mich in den Kommentaren schon zuspammt und sagt, hier, das ging aber nicht so und so weiter, das ist gegen. Nein, es ist alles safe gelaufen. Wir haben den Technikteil, den ihr gleich seht, haben wir außerhalb der Tennishalle gemacht, also nicht auf dem Tennisplatz. Und das nur für als Information für euch vorweg. Vor dem Workshop kommen wir zu Punkt 1. Also zuallererst müsst ihr natürlich planen und organisieren. Als erstes überlegt ihr euch, welche Schwerpunkte möchte ich in meinem Tennis-Workshop setzen? Wie viele Tage möchte ich dafür ansetzen? In meinem Fall, in meinem Beispiel, haben wir den Workshop auf 3 Tage ausgerichtet und haben gesagt, wir trainieren jeden Tag 2 Stunden und haben die Schwerpunkte Vorhand, Rückhand und Aufschlag. Und die Ausschreibung habe ich auch im Tennis-Workshop relativ klein gemacht. Das heißt, ich habe nicht einfach irgendwas ausgehangen an das schwarze Brett in der Tennishalle oder im Clubhaus, sondern ich habe einfach die Mitglieder unseres Vereins, die Eltern, die Trainingskinder im Prinzip bei uns haben, habe ich angeschrieben per E-Mail. Ich blende die E-Mail hier auch gerne mal ein und habe die eingeladen zu einem Workshop. Bevor ich diese Ausschreibung mache, muss ich natürlich überlegen, findet der Workshop draußen statt? Wie viele Tennisplätze habe ich zur Verfügung? Wie viele Hallenplätze habe ich zur Verfügung? Das sind alles Sachen, die solltet ihr vorher euch überlegen und dann natürlich darauf spezifisch dann die Ausschreibung machen. Der Tennis-Workshop, und wir reden ja hier von einem kontaktlosen Tennis-Workshop, und damals war es nur möglich, mit einem Spieler pro Platzhälfte den Workshop durchzuführen. Das heißt, wir hatten nur die Möglichkeit, bei 5 Hallenplätzen 10 Spieler einzuladen. Wenn ihr natürlich jetzt mehr Kinder und Jugendliche habt, dann könnt ihr das natürlich auch sagen, okay, wir machen den Workshop eben auf 2 Stunden und dann nochmal 2 Stunden. Und dann kann man natürlich auch mehrere Kinder da unterbringen. Vor der Ausschreibung solltet ihr euch natürlich auch noch Gedanken machen über eventuelle Kosten. Kommen Hallenkosten dazu? Kommen Verpflegungskosten dazu? Wie sind die Trainerhonorare? Wie viele Trainer brauche ich? Wir haben es beispielsweise mit 2 Trainern auf 5 Plätzen gemacht, den ganzen Workshop. Das heißt, wir konnten die Kosten auch relativ klein halten, was den Eltern natürlich auch
zugute kam. Und dann solltet ihr in eurer Ausschreibung natürlich auch noch berücksichtigen, zu welcher Zeit wollen wir trainieren und natürlich auch den Leuten, denen, wenn das alles elektronisch stattfindet, auch schon sagen, wann die Kinder oder wann die Teilnehmer entsprechend auch da sein sollen jeden Tag. Bei uns war es so, dass wir den Tennis-Workshop in der Halle gemacht haben und da haben wir gesagt, wir treffen uns auf jeden Fall mindestens 15 Minuten vorher, damit wir direkt, wenn das Licht angeht, auch starten können. Also plant ein bisschen von den Zeiten her, die ihr dann mitteilt, ein bisschen vorweg ein. Kommen wir zu Punkt 2 bei dem Workshop, nämlich, dass ihr nach Anmeldeschluss natürlich wisst, wie viele Kinder und Jugendliche habe ich, wie viele Anmeldungen habe ich und ihr müsst natürlich auch die Spielstärke der Kinder letztendlich kennen, denn bei diesem Workshop sollen später die Kinder vor allen Dingen untereinander spielen. So, und dann macht ihr euch schon mal an die Planung, an die Durchführung des Workshops. Das heißt, ihr teilt schon mal ein, welche Zweiergruppen miteinander harmonisch passen würden. Da müsst ihr unheimlich gut auf die Spielstärke achten. Also versucht zwei gleich starke, einigermaßen gleich starke Kinder zusammenzuführen. Das ist auf jeden Fall wichtig, damit ihr später bei den Übungen, die ihr durchführen wollt, wenig improvisieren müsst. In Schritt 3 zur Vorbereitung solltet ihr euch einen Pool an Übungen machen. Ich habe es euch ja gesagt, wir haben bei uns im Workshop den Schwerpunkt gehabt Vorhand, Rückhand, Aufschlag. Also habe ich mit meinem Trainerkollegen, mit dem ich den Workshop durchgeführt habe, habe ich einen Pool von, ja, ich sag mal pro Tag 8 bis 10 Übungen gemacht und habe mir die im Vorfeld, haben wir uns die schon aufgeschrieben und besprochen. Mein Trainerkollege hat 5 Übungen vorgeschlagen. Ich habe 5 Übungen vorgeschlagen. Dann haben wir einen Zoom-Call gemacht und haben das Ganze kurz besprochen, welche Übungen wir daraus nehmen, beziehungsweise welche Übungen wahrscheinlich gut funktionieren. Und ja, dann hatten wir auf jeden Fall, waren wir gut vorbereitet für die einzelnen Tage. Wir hatten also 10 Übungen für Vorhand, 10 Übungen für Rückhand und 10 Übungen für Aufschlag. Wichtig, dass ihr bei der Erstellung eurer Übungen, bei der Überlegung, auch auf Individualitäten vorbereitet sein solltet. Also diese Übungen sollten zum Beispiel auch funktionieren, wenn eben, ja, zum Beispiel ein Spieler ausfällt und auf einmal müsste ein Spieler im Prinzip einspringen irgendwo. Also das ist ganz wichtig. Es kann immer mal bei so einem Trainer, bei so einem Workshop kann natürlich immer mal passieren, dass jemand absagt oder dass sich jemand verletzt. Ist sogar passiert bei unserem Workshop. Da mussten wir dann einen Ersatz finden und die Übung oder den Rest des Tages mussten wir dann improvisieren. Und das solltet ihr in der Planung eurer Übung zu berücksichtigen. Also macht sie nicht zu speziell, sondern schaut, dass ihr Übungen macht, die auch vielleicht mit 2-gegen-1 funktionieren. Das wäre relativ wichtig, dass ihr das im Vorfeld nochmal überlegt. Und ihr solltet natürlich auch überlegen bei euren Übungen, ob diese Übung auch spielerisch schwächere Spieler, also wenn ihr eine Mischung habt aus guten Spielern und schwächeren Spielern, müsst ihr natürlich sehen, dass diese Übungen auch für bessere Spieler schwieriger sind und für schwächere Spieler einfacher zu machen sind. Mögliche Trainingsübungen, da kann ich euch natürlich nur empfehlen, schaut auf meinem Kanal. Dort gibt es unheimlich viele Übungen und Drills, die ihr machen könnt. Ich lege euch da vor allen Dingen ans Herz meine Drill of the Week Serie. Ich verlinke euch hier mal in die Playlist. Dort gibt es immer wieder Übungen, die ich auch beispielsweise in dem Tennis-Workshop zur Anwendung gebracht habe. 31 Übungen zum Warmspielen. Auch da kann man sich einige Übungen rausnehmen. Verlinke euch auch hier nochmal. Also schaut einfach in meinen Kanal. Dort findet ihr eine ganze Auswahl an Übungen, sodass ihr fast gar nicht nachdenken braucht, was ihr da nehmt. Kommen wir jetzt zur Durchführung des Workshops. Also, wie funktioniert das? Teil 2 dieses Videos. Let's go! Punkt 1 zum Thema Organisation. Solltet ihr das Training, diesen Workshop in der Halle durchführen und ihr habt auch nur den Hallenplatz von einer gewissen Zeit gebucht, dann ist es ganz wichtig, dass ihr euch weit vorher trefft beim ersten Trainingstag, damit ihr zumal den Eltern oder den Teilnehmern auch natürlich erklären könnt, was die Ziele sind, was hier in dem Workshop gemacht werden soll. Nochmal eine kurze Ansprache machen, eine kurze Vorstellung. Vielleicht kennen euch die ein oder anderen Spieler und Teilnehmer nicht. Und ja, dafür solltet ihr auf jeden Fall Zeit einplanen. Ihr solltet dann auch das Finanzielle in dieser Zeit regeln. Also bei uns ist es so, dass vorher bezahlt wird. Das kostet auch nochmal 5 bis 10 Minuten. Und wenn ihr das alles kurz vor knapp macht und eure Stunde geht um 10 Uhr los in der Halle, dann ist natürlich Banane, dann ist die erste Zeit verschenkt und das wäre natürlich ja, sehr schade. Also früh genug treffen ist auf jeden Fall schon mal der erste wichtige Punkt. Kommen wir zu Punkt 2, nämlich der Konzeption dieses Trainerworkshops.
Bei uns war es so, wir haben es in der Halle gemacht, also hatten wir 2 Stunden Zeit und wir haben die Stunde so eingeteilt, dass wir 10 Minuten Warm-up machen, also 10 Minuten einspielen, einlaufen und dann haben wir uns getroffen und haben 20 Minuten Technik besprochen. Also an Tag 1 war Schwerpunkt Vorhand, also 20 Minuten, wo die Kinder und Jugendlichen einfach nur aufmerksam zuhören mussten und ich im Prinzip nochmal erklärt habe, was wichtig bei dem heutigen Schwerpunkt ist. Also was ist beispielsweise wichtig bei der Ausführung eines Vorhandschlages? Auf was achten die Trainer, wenn später die Übungen durchgeführt werden? Auf die hohe Ausholbewegung beispielsweise war es bei uns. Ziel war es für mich, dass kein Kind so von der Grundlinie spielt, sondern dass immer eine hohe Schleife gemacht wird. Oder ich zeige euch jetzt hier auch mal ein Video, wie das Ganze dann beim Aufschlag aussehen kann. Hier hören wir jetzt einfach mal ganz kurz rein, ein paar Auszüge, wie ich die Technik erkläre, was für Übungen wir in diesem Bereich machen und das ist dieser Technikteil, der 20 Minuten vorher dann eben entsprechend durchgeführt wird. Auch negative Aufschlag ist der einzige Ball im Tennis, mit dem ihr direkt, ohne dass ihr irgendwas anderes machen müsst, den Puck machen könnt. Andersrum habt ihr nämlich einen sehr guten Aufschlag. Wird sich das natürlich genauso positiv auf euren Spielverlauf auswirken. Ja? Das Schlechteste, was ihr im Tennis machen könnt, sind Doppelfehler. Doppelfehler ist das Schlechteste, was ihr machen könnt. Denn ne, so wie ihr mit dem ersten Aufschlag, einen guten ersten Aufschlag, den Punkt direkt gewinnen könnt, macht ihr mit einem schlechten zweiten, also der ins Haus geht, mit einem Doppelfehler, schenkt ihr den Gegner Punkte. Jetzt nehmt ihr den Ball in eurem Wurf an, indem ihr natürlich dann später auf den Ball hochwerft. Jetzt versucht ihr mal den Ball. Jetzt geht es natürlich heiß. Kann man die Übung ein bisschen tricksen, man kann die Übung aber auch richtig machen. Wenn ich jetzt sage, ich trickse die Übung, dann würde ich jetzt sagen, geschafft. Ja. Ihr müsst natürlich den Ball hoch genug werfen. Wie hoch muss ich den Ball denn auf mindestens werfen? Weiß das jemand? Wie hoch werfe ich den Ball mindestens? Reicht es mir, wenn ich so hoch werfe? Reicht es mir, wenn ich so hoch werfe? Ja. Sollte ich mir den Ball so hoch werfen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ne? So. Ja, also ich sollte ihn so werfen, dass wenn ich ausgestreckt bin, in der vollen Streckung, ich zumindest noch mal einen halben Meter höher werfe. Also für mich wäre jetzt das hier die optimale Ballwurfhöhe. Kommt immer über meinen Schläger. Such dabei, den Schläger zu treffen. Und ihr seht, das ist eine ganz schwierige Übung. Das schaffe ich auch nicht ständig. Aha, jetzt habe ich es geschafft. Und dann versucht ihr mal zu schauen, dass ihr möglichst nah an euren Schläger kommt. Mal gucken, wer es von 15 Mal einmal schafft. Ja? Nach dem Technikteil habt ihr dann 1,5 Stunden Zeit für die Durchführung eurer zurechtgelegten Übungen. Und da kommen wir dann jetzt zu Punkt 3. Punkt 3 ist, worauf ihr sehr stark achten solltet, ist, dass ihr die Übung zusammen mit dem ganzen Kreis einmal durchspielt. Das heißt, ihr erklärt die Übung, indem ihr sie vorspielt. Ganz wichtig, denn später sollen die Teilnehmer ja auf den Plätzen alleine spielen. Und da ist es natürlich wichtig, dass jeder die Übung auch verstanden hat. Also, wir schauen mal rein hier in dem Video. Hier ist zum Beispiel meine Szene. Da zeige ich, wie die Übung funktioniert. Zusammen mit meinem Trainerkollegen. Dann habe ich noch Zeit, auf eventuelle Fragen einzugehen. Und erst wenn jeder die Übung verstanden hat, geht es dann wieder auf die Plätze. Jeder verteilt sich auf die 5 Plätze und dann starten wir die Übung untereinander. Dann kommen wir zu Punkt 4. Wenn dann die Übungen durchgespielt werden, dann ist es wichtig, dass ihr die Übung auf Zeit spielt. Ja, wir haben uns ja ungefähr im Vorfeld überlegt, wie viele Übungen schaffen wir in 1,5 Stunden durchzuspielen. Und entsprechend die Anzahl an Übungen braucht ihr natürlich später auch. Also, damit ihr diesen Workshop gut planen könnt und letztendlich natürlich auch viele Übungen durchgespielt haben, hat sich bei uns so bewährt, dass wir jede Übung so 10 bis 12 Minuten gespielt haben. Nach den 10 bis 12 Minuten gibt es dann ein kurzes Signal vom Trainer. Dann kann man natürlich schauen, wenn die Kinder dann natürlich um Punkte spielen, dann gibt es ja auch einen Sieger und dann können die Kinder für sich die Anzahl der gewonnenen Spiele natürlich dann auch zählen. Das ist kein Problem. Denn ein großes Tauschen der Spielpartner ist eigentlich nicht vorgesehen. Es sei denn, ihr habt natürlich durch die Bank weg sehr, sehr viele gleich starke Spielpartner. Dann könnt ihr natürlich auch in den Übungen einfach auch mal wechseln. Kommen wir zu Punkt 5, nämlich die Aufgabe der Trainer. Was machen die Trainer in der Zeit, wo die Teilnehmer die Übungen durchführen? Also die schlafen natürlich nicht, sondern
Die laufen im Prinzip von Platz zu Platz, immer in einem Kreislauf, sodass jeder immer auf jedem Platz einfach mal guckt und korrigieren das, was in der Technikeinheit in den ersten 20 Minuten besprochen wurde. Dort habe ich beispielsweise bei der Vorhand mal gesagt, ja, wir wollen jetzt darauf achten, dass wir hoch ausholen, auf Kopfhöhe ausholen. So, und dann kann der Trainer natürlich sich während des oder nach dem Ballwechsel einschreiten, wenn er sieht, okay, ein Teilnehmer hat das jetzt nicht gut gemacht, nochmal dran erinnern, wie das Ganze funktioniert, also Hinweise geben zur Technikverbesserung, natürlich auch taktische Hinweise geben, das gehört dann zu dem Aufgabenbereich des Trainers. Ich gebe euch jetzt hier mal ein Beispiel, wie so eine Übung zum Beispiel dann in der Praxis aussieht. Hier in diesem Beispiel ist es die Aufgabe gewesen, die Vorhand einzusetzen. Also welcher Spieler schafft es dreimal seine Vorhand einzusetzen? Das haben wir am ersten Tag gespielt, wo Vorhand der Schwerpunkt war. Und wer es schafft dreimal im Ballwechsel die Vorhand einzusetzen, kann die doppelte Punktzahl erspielen. Weiteres Beispiel zum Beispiel von unserem zweiten Tag, da war Rückhand der Schwerpunkt. Da haben wir beispielsweise jetzt hier das Hochspielen der Punkte mit dem Rückhand-Cross-Duell. Also die Rückhand-Cross-Rallys werden gezählt und dann, wenn ein Fehler passiert, wird ein Punkt ausgespielt. Und dieser Punkt geht dann um die Anzahl der Wiederholungen, die in dieser Rückhand-Cross-Rally geschafft wurden. Hier nochmal eine relativ einfache Übung, auch Thema Schwerpunkt Rückhand. Hier ging es darum, wer es schafft, mit der Rückhand einen Winner zu machen, bekommt dreifache Punktzahl. Also hier, das ist auch nochmal ein Beispiel von unserem zweiten Tag, wo Rückhand Schwerpunkt war. Diese Übung, wie gesagt, findet ihr in meinem Drill of the Weeks und kommen dann natürlich auch als eigenständiges Video. Insofern seid gespannt, da findet ihr dann hinterher auch einiges, was ich in diesem Workshop angewendet habe. Kommen wir zu Punkt 6. Und das haben wir am letzten Tag gemacht, da war Aufschlag letztendlich das Thema oder der Schwerpunkt. Und dann ist es immer echt, ja, da haben die Teilnehmer einfach Freude dran, wenn man gegen ganz zu Ende nochmal ein Spiel macht, wo wirklich alle beteiligt sind, wo wir alle gegeneinander spielen. Und da eignet sich das Spiel Bundesliga ganz gut. Also wir haben Plätze in aufsteigender Reihenfolge. Auf Platz 1 ist die Kreisliga, dann kommt die Bezirksliga, dann kommt die Gruppenliga, dann kommt die Hessenliga und dann kommt die Bundesliga. Und die Spieler spielen gegeneinander Punkte aus und können aufsteigen und absteigen. Das eignet sich wunderbar als große Gruppe. Ich habe das leider noch nicht als Drill of the Week oder als in meinen anderen Videos als separates Video gemacht. Wenn ich das dann soweit habe, verlinke ich euch hier. Ansonsten habe ich es euch kurz mal angesprochen, wie das Ganze funktioniert. Und ihr seht es auch hier im Video, ein kleiner Ausschnitt. Und ja, ansonsten einfach mal googeln, Bundesliga, ja okay, Übungsform Bundesliga vielleicht eingeben und dann findet ihr vielleicht auch noch, wie das ganze Prinzip funktioniert. Ja, mein Feedback von allen Kindern, ich habe am ersten Tag ein Feedback gekriegt, einen zweiten, dritten, die fanden dieses System, dieses Prinzip einfach wirklich gut, weil sie selbstständig gespielt haben, weil sie untereinander gespielt haben, weil sie um Punkte gespielt haben, weil natürlich ein Wettkampfcharakter dabei war. Techniktraining muss natürlich da auch drin sein, deswegen diese 20 Minuten, halbe Stunde, die ihr einplanen solltet, um auch ein bisschen diesen theoretischen Teil nochmal durchzugehen. Und dann finde ich das eine sehr gelungene Kombination, ist nicht ganz so anstrengend zu oder ganz so aufwendig zu planen wie ein richtiges Tenniscamp. Ihr bietet was an für eure Kids oder für eure Erwachsenen. Ihr könnt es wie gesagt auch für Erwachsene machen und dann habt ihr die Leute bei der Stange gehalten und ja, lasst euch was einfallen, modifiziert dieses System. Ich wollte es euch mal vorstellen und wenn ihr dazu Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann lasst es mich wissen in den Comments. Schreibt es mir hier einfach und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Freue mich und danke für eure Unterstützung. Bis dahin. Euer Martin.